Ja, Mobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Skyrim Anderil. Und wir haben es derzeit 11 Uhr am Morgen, das heißt, wir haben noch knapp 13 Stunden, bis es Mitternacht ist. Und währenddessen werden wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben und questen. Und zwar müssen wir als allererstes jemanden aufsuchen, der hier anscheinend sein soll. Oberstädter. Hm? Was wollt ihr? Mit dieser Person reden. Was? Euer Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam's natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meint ihr, er war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja. Er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. So sieht's also aus. Beide wollen das Erbe anscheinend haben. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Milbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden, ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Und wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr noch etwas anderes, als hier unten herumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Hm? Ups. Über den Überfall. Was er euch vermutlich... Aber gnädig... Er hat mich in seinem... Als das... Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Schön. Ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Oberstädter. Oh, Faustkampf. Mach ich zwar... Achso, ich bin selbst eine Frau. Okay, das zählt. Frau gegen Frau. Hey, du bist eine Süße. Ich steh mir nicht im Weg, Leute. Ach du Scheiße, die gewinnt. Auf zu schießen. Kannst du nicht gewinnen, Mann. Ich bin Weltmeister in RT-Kicken. Oh Gott. Oh Gott, das wird knapp. Will nicht heilen. Will nicht heilen. Ja, die trifft nicht. Geschafft. Gut, gut. Ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Und plötzlich sah sie nicht mehr so süß aus. Naja. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Was essen. Mein geklautes Brot am besten. Ja. Schon viel besser. Heilige Scheiße, hat die zugeschlagen. Oh mein Gott. Das war eine brutale. Alter Schwede, so eine Frau möchte ich nicht haben. Ich hoffe, ich werde niemals an Säulen geraten. Mag's nicht, verprügelt zu werden von Frauen. Welcher Kerl mag das schon? Hallo. Was ist das? Willkommen im falschen Huhn. Okay.
So, mir wurde ein Tipp gegeben, dass ich quasi schnell reisen kann, wenn ich auf... Einen Groschen, Madame. Bitte nur einen. Wieso, was willst du damit? Du kannst dich sowieso nicht bewegen. Es gibt hier... Es brennt. Soll ich Wasser holen? Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Madame. Machen Sie sich keine Sorgen. Tut mir leid, ich habe keinen Frostzauber. Ich würde dir gerne helfen, aber es geht einfach nicht. Nö. Ich habe alles, aber keinen Frostzauber. Es tut mir leid. Ich hätte dir ja sehr gerne geholfen. Absorbiert drei Leben, mit drei Punkte Leben voll Ziel. Seltsames Fieber. Ihr fühlt euch eigentümlich. Halt, nee, kalt, aber dennoch fiebrig. Es kostet euch Kraft, eure Gedanken zu fokussieren. Aha, das ist ein negativer Buff wahrscheinlich, ne? Aber der Rest sieht gut aus. Ja gut, dann wisst ihr, was wir machen können. Schatten des Windes. Wo ist denn das? Meditation. Wir machen jetzt mal eine Meditation. Dann sind wir die wimmernde Tussi hier los. Und alles ist gut. Große Macht steckt in den Erinnerungen, auf die ihr seit eure... Och man, jetzt geht's plötzlich so schnell. Gerade wenn ich was Interessantes gelesen habe. Diebeslehrling. Ja, komm. Wir müssen weiter. Wir können hier zwar später noch ein paar Punkte reinsetzen. Aber ich möchte gerne ein bisschen weiterkommen. Schnellschuss. 30% schneller spannen. Verleiht euch automatisch ein Abbild des Schlüssels eines gehackten Schlosses. Ihr könnt fortan mit schussbereiten Bogen schneller laufen. Ja, nichts Großartiges. Ja, Schnellschuss können wir machen. Dann haben wir Expertenschlösser. Dann haben wir Todesschuss. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Auf Feuerpfeil, ne? Und dann geht's in Richtung Schleichen. Das ist der Plan, Freunde. Cool. Einfach cool. Der ist mir das Spiel abgekackt. Wunderschön. Was ist hier los? Was hast du runtergeladen? Oh, Starbound. 600 Kilobyte, ja, kann nichts Großes gewesen sein. So. Ja, find ich gut. Ist voll dufte. Voll dufte, ey. Wenn wir jetzt einen Bug unterlegen sind, wäre das ein bisschen kacke. Dann müsste ich jetzt schon die Wolke beenden und gucken, ob ich den irgendwie aus dem Weg räumen kann. Das wäre ein bisschen kacke. Aber wenigstens ist mein Level jetzt schon eingesetzt? Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Ne, ich habe noch einen Erinnerungspunkt. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Jetzt habe ich schon eingesetzt. Ja gut, dann können wir auch gleich ins nächste Level warten, weil so lange brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und Gesellenschlösser, komm, ich bitte dich. Wer braucht den Scheiß denn schon? Vielleicht war das einfach nur ein Zeichen, dass ich das noch nicht machen darf, dass ich hier Feuerpfeile skillen soll. Kann doch sein. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Hof. Was? Das muss man ihm lassen. Gut, dann laufen wir weiter. Ich habe gerade realisiert, dass wir die, dass wir die Ratten auch erschlagen können. Das ist um einiges einfacher. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Melee? Hört sich an wie Mili. Jetzt würde man da kämpfen. Eine Arena. Das muss es sein. Oh, Hängemus. Dankeschön. Komisch, dass das niemand mitnehmen wollte. So was Nützliches einfach da hängen zu lassen. Oh mein Gott. Großartig. Wir haben Hängemus. Das braucht wirklich jeder Abenteurer. Naja, eigentlich braucht jeder Abenteurer einen Pfeil ins Knie. Mehr nicht. Na schön. Wir sind immer noch in der Unterstadt, oder? Bin ich im Kreis gelaufen? Nee, du bist ein anderer Kerl.
Und das Huhn darf ich nicht töten. Genau, nicht gut. Verzeiht. Oh mein Gott. Sprich Deutsch. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Was machst du da? Ja, darf ich rüberspringen. Einen Groschen mit am... Bitte nur einen. Ich habe schon 10 vergeben. Mehr tue ich nicht. Oh, hallo. Ach, die Kiste ist nicht mal real. Brot. Das Brot ist auch nicht real. Was zum Teufel ist hier real? Lebe ich überhaupt? Bin ich real? Ja, eigentlich nicht. Was wollt ihr? Allesamt mich begaffen? Naja, ich will euch begaffen. Das ist doch lächerlich. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Hol dich doch die Pest. Die heißt einfach mal Hure. Was für ein komischer Name. So, Schlüssel gehört uns. Da können wir wahrscheinlich nicht hin. Überall Alpha-Mauern. Haben die recht gut gemacht. Die Babyfester waren nicht so schlau. Geschlossen. Was du nicht sagst. Handeln. Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Ich hab so einiges gefunden, Alter. Nur willst du nichts davon haben. Tschüss. Sichere Straßen. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier rumlaufe. Was zum Teufel ist das? Apothekari. Wieso glüht das? Wieso glühst du? Von dem Licht hier oder was? Was ist das? Nimmerstaubgasse. Ich bezweifle eigentlich, dass ich da rein möchte, aber es interessiert mich jetzt, was genau da passiert. Ob uns jetzt jemand irgendwie Stoff verkaufen will? Oder ob das einfach nur auf den Straßen liegt, quasi wie Staub. Ei. Okay. Alter, bist du krass. Das Viech tötet mich. Bitte nicht töten. Holy shit. Mich hat eine Ratte getötet. Tobi, du hast mich getötet. Warum? Okay. Okay. Uno Momento. Mir keimt ein Plan. Eispfeil, was? Ein Eisbolzen, achso. Jetzt habe ich plötzlich einen Frostzauber. Ja gut, jetzt zu spät. Und zwar gehen wir auf Magie. Wo ist denn das? Bogenbeschwören, Rang 1. Wie stark bist du? 32, Freunde. Das macht 32 Schaden. Habe ich die Feuerpfeile noch ausgerüstet? Wenn das zusammen kombinierbar ist, Freunde. Oh. Alter. Oh! Stirb! Okay, du bist echt heftig. Aber... mein Bogen zeckt. Das zeckt richtig. Alter Schwede. Oh, damit kann ich leben. Ja. Oh. 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 Gute Pose. Hilfe! Wenn der mich jetzt verfolgt, ne? Wie können die neben so etwas leben? Was ist denn verkehrt mit denen? Der kommt mir jetzt hinterher und tötet alle. Das hätte er jederzeit machen können. Hilfe! Was zum... zu den Waffen? Ja, zu den... Er will nur mich! Er will nur mich! Hier, stimmt in den, der wehrt sich nicht. Er tut's wirklich. Oh. Oh Gott! Leute, tu doch was! Ha,
Kind, hilf mir! Oh. Kaverne hört sich gut an. Kaverne hört sich gut an. Hört sich an, als wären da so Soldaten. Scheiße, der metzelt da jetzt alles weg. Hilfe! Okay. Bin bereit, wenn du kommst. Er kommt nicht. Oh Gott, der metzelt da gerade alles weg. Das sind gleich alles volle Leichen. Der ist definitiv da hinten. Wenn er jetzt weg ist, würde ich lachen. Dann würde ich einfach lachen, wenn er gleich wieder zurück ist. Also da, wo er am Anfang war. Aber das sind voll die Irren, voll die Kranken. Habt ihr das Viech getötet? Hallo, schöne Frau. Hure, töten! Er ruft weg. Toll. So, mal gucken, was er hier angerichtet hat. Ich hab da jemanden fliegen sehen. Hä? Ich hab doch hier jemanden fliegen sehen. Das ist doch jemand weggeflogen. Und du bist tot. Eine Kutte. Wo hast du deine Kutte, bitte? Geht weiter. Oh. Sieger Grubenherz. Tut mir fast schon leid. Ich hoffe, du warst keine Quest. Ich hoffe, wir sind ständig. Heiliger. Weißt du, wir machen schon so einen fetten Schaden und da kommt der Typ und der interessiert sich nicht dafür. Ich glaube, wir dürfen hier drin eigentlich noch gar nicht sein. Ich glaube, das ist eine spätere Quest. Soll ich hier trotzdem noch rumlaufen? Na, jetzt ist der Schlimmste ja weg. Hoffe ich. Wer die Plakate hier aufgehangen hat, der muss auch irre sein. Plötzlich. Plötzlich haben die doch keine Chance. Der hat eine fette Rüstung an. Der andere hat keine Rüstung angehabt. Lol. Wie hat's der andere überlebt? Hier war ja Nummer 2, ne? Oder sind das Menschen, die sich verwandelt haben? Ist irgendwie so eine Art Krankheit unten ausgebrochen. Ja gut, da war auch eine Ratte. Alter, willst du mich jetzt verarschen eigentlich? Das ist ein verdammtes Lehrlingsschloss. Ja, war ja klar. Es war so klar, dass das mittig ist. Ich hasse euch. Entropie-Zauber kostet 70% weniger Mana. Oh, cool. Psione kostet weniger Mana. Ja, cool. Eigentlich schon, aber... Oh. Eigentlich nicht. Weil ich brauche den Scheiß nicht. Und das war's hier wahrscheinlich, ne? Mehr gibt's hier nicht. Hm? Eine Tür? Ich bin viel zu neugierig, ey. Ich darf das eigentlich gar nicht machen. Muss echt krank sein. Das... Wenn da jetzt Leute drin sind, dann weiß ich auch nicht. Das Waisenhaus ist hier? Sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Was ist hier los? Hört sich nicht so gut an. Das macht mehr Schaden als die Feuerpfeile. Das ist das Problem. Die normalen Pfeile von dem verzauberten Bogen hier machen einfach viel mehr Schaden. Ja gut, dann Strategiewechsel. Schatten des Windes. Ach, das war ein anderes Spiel. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Teddy gefunden. Was war für ein anderes Spiel? Massive Truhe. Mittig? Naja, zumindest habe ich schon mal an mittig angefangen. Bäm. Was haben wir denn hier drin? Dietriche, Feuersalze, Amethystensalz, Zauberbuch Erdung. Zauberbuch Frostwind und Schwertbeschwören. Nice.
Hat sich richtig gelohnt, herzukommen. Finde ich cool. Definitiv. Hier sind doch bestimmt noch mehr von den Viechern, ne? Ich darf die Feuerpfeile einfach nicht einsetzen, weil die scheiße sind. Guckt euch an, zwei Schuss. Put. Der beschworene Bogen ist OP. Der ist einfach OP. Und bis wir mit dem Bogen fertig sind, ist das Mana quasi nachgewachsen. Ja gut, dann haben wir unseren Stil gefunden. Wir sind wieder Beschwörer. So wie beim letzten Mal. Wo ist deine Truhe? Hä? Ja gut. Dann ist da halt eine Truhe. Wieso nicht? Das war eine Tür. Ich habe die Tür zugeknackt. Ich habe die Tür zugeknackt. Awesome. Einfach awesome. Oh Mann. Man dürfte meinen, man knackt eine Tür, um reinzukommen. Nein, der Zero knackt eine Tür, um rauszugehen. Ja. Egal, nicht um die Tür aufzumachen. Nicht zuzumachen. Um die Tür zuzumachen, macht er sie. Zero ist besonders schlau. Easy in den Nacken. Yeah, baby. So, die Ohren. Die Ohren sind meine. Was haben wir hier? Ah, das ist wahrscheinlich der andere Weg. Da kommen wir auf die andere Seite später. Hi. Pfeil in den Arsch. Scheiße, wa? Der war schlecht, ich weiß. Okay, du bist der Tankige. Du bist der Tankige. Ich merk schon. Der ohne Rüstung kann einfach mehr ab. Mag ja sein. Lappen. Oder es war einfach kein kritischer. Weil ich's kann. Das habe ich gesehen. Huhn, hör auf mich zu beobachten. Das gefällt mir gar nicht. Durch die Wand geschossen. Wie ein Profi. Cheater-Huhn. Was sieht mich denn noch? Ich wollte schon sagen. Hä? Bestimmt wieder so ein Huhn. Ich sehe da doch einen Schatten, Mann. Du siehst anders aus. War Tierführer. Oh. Ja, jetzt könnt ihr euch wenigstens im Tode unterhalten. Ist das nicht nett? Was genau gibt's hier? Was ist das denn? Herz des vielgereisten Set-Gegenstand. Was ist das denn? Oh, das ist eine leichte Rüstung. Verbessert leichte Rüstung um 4 Punkte. Einhandangriffe verursachen 4% mehr Schaden, erhöht Ausdauer. Was haben wir derzeit? Ah, gut. Jetzt haben wir wenigstens eine ordentliche Rüstung. Guckt es euch an. Ja, da sehen wir doch schon viel besser aus. Ich will nicht warten. Ich will in meine alte Position zurück. Ambrosia. Perfekt. Stahldolch des Akanzorns. Geselle. Wir brauchen kein Geselle.
Roter Virenwurz. Hm, das ist das, was wir die ganze Zeit gehört haben und nicht gefunden haben. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir mal kurz ab. Gehen dann auf unsere Sprüche und Meditation. Versuchen wir es auf ein neues. Wir brauchen dieses Gesellenscheißding. Dringend. Ich möchte jetzt momentan nicht abspeichern, denn wenn er jetzt wieder ausfällt, dann stimmt irgendwas. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.